Was? Die laden unsere Lieder im Internet hoch? Auf YouTube? Praktikant? Ja? Sagen Sie der GEMA, Sie sollen sofort unsere Lieder da sperren. Aber das könnte uns Geld bringen und... Das ist mir egal. Das ist YouTube. Okay. Wir haben berechnet, dass uns durch die YouTube-Sperrung unserer Lieder Millionen durch die Lappen gehen. Was? Sagt der GEMA, Sie sollen die sofort wieder freischalten. Die sagen, nö, sie seien zu konservativ. Ja, ungefähr so müsste das da ausgesehen haben bei Sony Music. Und tatsächlich, Sony Music hat bekannt gegeben, dass sie die Videos nicht mehr gesperrt haben wollen. Nur das Problem ist, dass Sony Music die Rechte an die GEMA abgegeben haben. Das heißt, die GEMA bestimmt, ob die Videos gesperrt werden oder nicht. Und sie machen das weiter und jetzt versuchen sie das so zu machen, dass sie es nicht mehr sperren. Eventuell nie wieder diese Bildschirme, wo gezeigt wird, das Video ist gesperrt. Quelle und bla unten in der Videobeschreibung. Einfach mal reingucken. Bis dann. Tschüss. Sag der GEMA, sie sollen die sofort wieder freischalten. Ich sollte mir wirklich ein Skript machen.